zum Thema Fachkräftemangel und Bildungstransfer gegen den Fachkräftemangel. Es ist folgendermaßen. Ich werde Ihnen ganz auf die Schnelle einmal zusammenfassen anhand eines Best-Practice-Beispiels, was möglich ist und was bisher leider nur sehr reduziert wahrgenommen wird innerhalb der Hochschullandschaft einerseits, aber auch der beruflichen Bildungslandschaft andererseits. Im Bereich der Hochschul-Weiterbildungsoptionen orientieren wir uns sehr häufig an dem, was wir kennen. Allerdings ist ein kleiner Blick, den wir schon seit 2011 in Richtung unseres Partners im Süden in die Schweiz gemacht haben, sind viele Optionen uns klar geworden, die eine Möglichkeit bieten, dass man Bildung auch anders organisieren kann, insbesondere die Weiterbildung. Da wir in Deutschland ja das Hochschulbildungsgesetz in den verschiedenen Ländern verankert haben, haben wir über die Weiterbildung die Möglichkeit, dass wir uns ein bisschen davon lösen können. Und das bedeutet im sogenannten Swiss University Modell, dass wir hier die Modularisierung zugrunde legen können und können über verschiedene Steps, über verschiedene Bausteine ein Weiterbildungsprogramm baukastenmäßig aufbauen. Das ist alles nichts Neues, aber wenn wir uns dann konkret bestimmte Bereiche des Fachkräftemangels anschauen, werden wir feststellen, dass genau damit viele Möglichkeiten entstehen, wie wir Probleme lösen können. Ich denke, ich zeige Ihnen einmal konkret, was ich meine. Auf unserer Webseite finden Sie einmal dargestellt, was wir entwickelt haben in den letzten 15 Monaten. Das Problem, was wir hier haben, was mittlerweile jeder mitbekommen hat, ist in Deutschland ein gravierender Lehrermangel. Das heißt, überall fehlen Lehrkräfte. Und wir haben natürlich, es gibt viele Paper dazu, viele Ideen, wie man da rangehen könnte. Es ist auf mich zugekommen, Herr Professor Zierer von der Uni Augsburg, und hat mir gesagt, er ist ja viel bei verschiedenen Privatschulträgern unterwegs. Und wenn man denkt, in den öffentlichen Schulen gäbe es schon ein Problem der Lehrkräfte, betrifft das die Privatschulen umso mehr. Er hat mir dann den Kontakt zu zwei Privatschulträgern aufgebaut und mit diesen Privatschulträgern haben wir dann gemeinsam überlegt, was ist denn wirklich erforderlich, damit wir gute Lehrkräfte in unseren Schulen einsetzen können, die eigentlich keine Lehrkräfte sind. Das bedeutet sogenannte Seiteneinsteiger. Diese Idee der Seiteneinsteiger ist ja eigentlich genau das, was wir auch gut gebrauchen könnten in anderen Bereichen, sei es nun im Bereich der Pflege oder sei es im Bereich der IT. Hier wollen wir aber mal exemplarisch das Ganze vorführen, wie wir vorgegangen sind im Bereich der Lehrkräfte. Das heißt, normalerweise, um als Lehrerin oder Lehrer an einer Schule nachher verbeamtet zu werden, ist es erforderlich, dass Sie 4 bis 5 Jahre studieren, erstes, zweites Staatsexamen absolvieren, Master of Education und hier einen großen und sehr guten Weg gehen. Früher sind wir im gesamten Ausland dafür sehr beneidet worden, wie gut wir über die duale Berufsausbildung und auch über Studiengänge, wie gut ausgebildet bei uns die Leute und die Fachkräfte in den verschiedenen Berufen sind. Hier haben wir aber nicht die Zeit. Also ist die Frage, wie kann man vorgehen? Und wir haben uns angeschaut, was sind denn die Kerninhalte der Kultusministerkonferenz? Also wir schauen auf die normative Ebene. Und in der normativen Ebene finden wir eigentlich ziemlich gut, worauf es so bei der Ausbildung von Lehrkräften im bildungswissenschaftlichen oder fachdidaktischen Bereich besonders ankommt. Dann haben wir das zugrunde gelegt und haben daraus einzelne Module zusammen mit Herrn Professor Zierer entwickelt. Und das haben wir gemeinsam mit den Schulträgern gemacht. Das heißt, wir haben also sowohl die Praxis als auch die Theorie miteinander verbunden und haben daraus dann verschiedene Module entwickelt. Hier finden Sie auch die Modulbeschreibungen. Diese Module bilden den Kern und die bilden ein sogenanntes Certificate of Advanced Studies. Das heißt, im Swiss University Modell, wo es die verschiedenen Ebenen der Weiterbildung gibt, also den Zertifikatskurs mit maximal 10 Credits, dann das CAS, das Certificate of Advanced Studies, bis zu 30 und dann das DAS mit Diploma of Advanced Studies mit bis zu 40 Credits, da sind wir hier angesiedelt bei den einzelnen Modulen mit 6 Credits. Zusammen ergeben die gerade 30 Credits, also an der Grenze zwischen CAS und DAS, und bieten sozusagen eine komprimierte Kernzusatzqualifikation für angehende Lehrkräfte. Das ist jetzt vielleicht noch insgesamt nichts Besonderes.
Aber wir haben dann einen zweiten Schritt unternommen und haben überlegt, dass wir diese Möglichkeit, die wir hier entwickelt haben, dass wir die anschlussfähig haben müssen. Weil am Ende kommt es doch darauf an, dass nicht nur die Lehrkräfte an sich damit in irgendeiner fachlichen Art und Weise glücklich sind, sondern es kommt natürlich auf den Lebensalltag an. Es kommt darauf an, dass die Personen, und zwar alle Personen, die das Ganze betrifft, damit glücklich sind, mit diesen Angeboten. Und wie kann man Leute glücklich machen mit Weiterbildung? Das ist eine grundsätzlich und große Frage, die ja für Bildung generell im Raum steht. Wir haben festgestellt in der Corona-Pandemie, dass wir alle vor so Bildschirmen, wie ich jetzt gerade auch sitzen, und auf einen zweidimensionalen Raum schauen, abgelenkt werden durch das Handy, was auf einmal klingelt, oder Candy Crush wird gespielt, oder irgendjemand schläft ein, macht mal kurz den Bildschirm aus. Wer in der Hochschule unterrichtet, der weiß, dass man häufig vor schwarzen Bildschirmen sitzt. Man probiert mittlerweile die Studierenden aus diversen Gründen dazu zu bringen, dass sie doch bitte die Bildschirme, die Videokameras einschalten. Aber am Ende ist es so, dass diese Community, die eigentlich notwendig ist und die in der Präsenzlehre sehr gut funktioniert, nicht besonders gut funktioniert in einem zweidimensionalen Raum. Und hinzu kommt, dass wir als soziale, emotionale Wesen, die sehr von diesen Emotionen auch geleitet werden und angetrieben werden, diesen persönlichen Kontakt oft sehr genießen. Und in dem Modell der Community of Inquiry haben wir genau das zugrunde gelegt. Das heißt, wir haben den emotionalen Faktor auf der einen Seite, wir haben den kognitiven Faktor auf der anderen Seite und wir haben den sozialen Faktor in unserem Teaching-Prozess, den wir berücksichtigen müssen. In der weltweit größten Metastudie zum Thema erfolgreiches Lehren und Lernen, Hattie-Studie, die möglicherweise den meisten von Ihnen bekannt sein dürfte, führt das Ganze zu den sogenannten Haltungen der Lehrenden. Das heißt, es kommt sehr darauf an, auf den Lernerfolg, wie die entsprechende Haltung ist. Das heißt, wie sehr identifiziere ich mich auch emotional mit dem, was ich da tue. So, was hat das jetzt nur alles mit der Beseitigung des Fachkräftemangels zu tun? Ja, wenn Sie ein Programm aufbauen, sei es ein Programm, wie wir das gemacht haben, für angehende Lehrkräfte, die eben, ja, eigentlich ganz andere Berufe gelernt haben, andere Dinge studiert haben, einen Bachelor in Mathematik absolviert haben, im besten Fall vielleicht sogar, oder die vielleicht auch einfach Wirtschaft studiert haben, einen BWL-Studiengang absolviert haben, das vielleicht sogar auch im Ausland, dann stellt sich doch die Frage, okay, wie kann es denn sein, dass diese Leute auf einmal pädagogisch, didaktisch so gut ausgebildet sind und so viel Freude daran haben, trotz oft schwieriger Umstände in der Realität der Schulen und der Klassenzimmer, dass sie diesen Beruf nicht nach kürzester Zeit wieder an den Nagel hängen. Das können wir natürlich nicht nur durch die Ausbildung erreichen, sondern das hängt auch sehr stark nachher von der Situation vor Ort in der Unterrichtsrealität ab. Das betrifft alle Berufe im Übrigen. Aber Sie werden sehen, dass wenn Sie, während Sie die Leute schon abholen, in der Ausbildung und emotional, sozial einbinden, das heißt, das ist der Kern in meinen Augen für das berufsintegrierte Weiterbildungs-Studienangebot, was zu entwickeln wäre. Wenn Sie das schaffen, die Leute emotional mit einzubinden, sozial einzubinden und nicht nur kognitiv in diesen Lernprozess abholen, sondern einen Sinn darin schaffen, auch Situationen schaffen, das heißt, wir sind ja situationsorientiert und agierende Personen, dann ist die Chance sehr gut, dass Sie einerseits die Motivation sehr hoch halten und andererseits die Qualifikation über das Emotionale im Lernprozess besonders gut steigern können. Ein Mentor von mir, vor vielen Jahren haben wir uns mal kennengelernt, als ich Geschäftsführer geworden bin für ein Weiterbildungsangebot. Der Professor Ortner, damals an der Fernuniversität in Hagen, hat den Begriff des sogenannten Personalvermögens mal gebildet. Er sagte, das Personalvermögen, also das Vermögen individuell einer Person, hängt von der Qualifikation und der Motivation dieser Person ab. Und das institutionelle Personalvermögen, was er also auf eine Organisation bezogen hat, hängt eben davon ab, wie bereitwillig die Personen sind, eben ihr individuelles Personalvermögen diesen Personenkreisen zugänglich zu machen.
das Ganze jetzt übertragen auf die Hattie-Studie, können Sie also damit zusammenfassen, dass Sie sagen, naja, die Haltung der Lehrenden in den Weiterbildungsprozessen ist maßgeblich dafür, wie später auch der Lernerfolg bei den Lernenden zu verzeichnen ist. Das heißt also, der Impact-Faktor, der bedeutendste Faktor, nämlich die Haltung der Lehrenden, spielt eine so große Rolle auf den Lernerfolg. Und das sollten wir uns immer in Erinnerung rufen. Okay, jetzt wollen wir den Fachkräftemangel weiter angehen. Wir haben das hier dargestellt. Wir haben also gesagt, okay, wir haben 5 Module entwickelt. Da gehen wir also ganz bildungswissenschaftlich und später dann auch didaktisch an das Thema ran. Aber was macht man dann, wenn man so weit dabei ist? Die Lösung sahen wir darin, dass wir eine Anschlussfähigkeit schaffen müssen. Denn wir müssen den Leuten ein Ziel geben. Sie müssen das Gefühl haben, auch wenn ich nur einen Bachelor in Betriebswirtschaft habe, ist es doch trotzdem sinnvoll und wichtig, dass man diese emotionalen Gefühle, dass man auf Augenhöhe zu den anderen grundständig ausgebildeten Lehrkräften steht, sehr bedeutend, nicht nur eben im Bildungsprozess, in diesem berufsintegrierten Weiterqualifizierungsprozess, sondern auch darüber hinaus. Deswegen haben wir gesagt, ein Masterabschluss, der passgenau wäre, der dann eben auch berufsintegriert stattfinden kann für diese Lehrperson. Das heißt, sie sind auf der einen Seite aktiv Lehrende an einer Schule und parallel machen sie berufsintegriert, also Teile des Studiums zählen durch die Lehrtätigkeit. Und außerdem gibt es theoretische Schulungen, zum Beispiel an einem Wochenende im Monat. Und das Ganze mündet dann und wird mit einer pauschalen, vollständigen Anrechnung der ersten beiden Semester belohnt, wenn man das also über ein CAS zuvor gemacht hat, mündet dann später in einen Masterstudiengang. Und zwar in einen Masterstudiengang Schulpädagogik. Ich zeige Ihnen das einmal auf der Webseite. Wir arbeiten da zusammen mit der EUFH, der Hochschule für Gesundheit, Soziales und Pädagogik. Dort haben wir den Masterstudiengang Schulpädagogik. So, in diesem Masterstudiengang, ist ganz interessant aufgebaut, das ganze Ablaufmodell fördert eben sehr, dass die Studierenden sehr viel Zeit in der Schule verbringen und auch über verschiedene Mentorenprogramme sehr nah und sehr eng an diesen Beruf herangeführt werden. Auch in den schwierigen Situationen des Alltags, der einfach in den Schulen vorherrscht. Das heißt, es gibt eine enge Verbindung zwischen der Hochschule einerseits und zwischen den Schulen, wo die angehenden Lehrkräfte, also die Seiteneinsteigenden, tätig sind. Und hier in diesem Bereich gibt es auch sehr viele Feedback-Prozesse, auch ein sehr wichtiger Impact-Faktor bei den von Hattie herausgefundenen Faktoren. Okay, was bedeutet das nun? Wie könnten wir zukünftig dann eben auch bei niederschwelligen Berufszweigen anfangen und könnten sagen, na gut, wir haben hier Pflegekräfte, aber die können wir ja nicht zu einem Masterstudiengang irgendwie bringen. Das würde ja wenig zielführend sein. Das stimmt. Wir könnten uns aber überlegen, ob wir bei den Personen anfangen, darüber nachzudenken, ob es nicht sinnvoll ist, dass wir die Theorie, die sicherlich auch dort sinnvoll und notwendig ist, schauen sich die Ausbildungsverordnungen der verschiedenen Kammerorganisationen an. Für jeden Ausbildungsbetrieb haben sie auch einen theoretischen Teil. Deswegen ist es ja ein duales Ausbildungskonzept dahinter und eben nicht nur rein praktisch. Auch wenn ich ein großer Freund von John Dewey, Learning by Doing, bin, ist dieser trotzdem an einer Hochschule aktiv gewesen und hat sehr aktiv überlegt, wie kann man also in die theoretische Ausbildung gerade die Praxis integrieren. Es gibt dazu ein sehr interessantes und wie ich finde auch ganz amüsantes Zitat von Nikola Tesla, den Sie mittlerweile wahrscheinlich alle kennen, einfach aufgrund der Autos, die da durch die Gegend fahren. Er soll einmal gesagt haben, ist ein Zitat von 1931 aus der New York Times, wenn Edison, also der Erfinder der Glühbirne, eine Nadel im Heuhaufen finden müsste, würde er sofort mit der Geschäftigkeit einer Biene jeden einzelnen Halm untersuchen, bis er das gesuchte Objekt gefunden hat. Ich war trauriger Zeuge solchen Vorgehens, wissend, dass ein wenig Theorie und Berechnung ihm 90% seiner Bemühungen erspart hätte. Also genau das ist es, worum es geht. Wissenschaft und theoretische Bildung und theoretische Weiterbildung ist nicht
dazu da, es möglichst kompliziert und anstrengend zu gestalten, sondern soll dazu dienen, Prozesse einfach zu gestalten. Das heißt, Sie brauchen eine Basis. Wenn Sie anfangen, irgendetwas zu tun, kann es sein, dass Sie das Ziel überhaupt nicht oder nur auf sehr indirekten Wege erreichen können. Also, probieren wir über Weiterbildungsangebote möglichst die theoretische Basis zu legen, gleichzeitig integriert in die berufliche Praxis. Und wenn wir das gemeinsam mit praktischen Nachfragern von Weiterbildung gestalten und entwickeln und das aber im Rahmen eines wissenschaftlich fundierten Angebotes aufbauen, dann haben wir die Möglichkeit, über sogenannten Bildungstransfer gegen den Fachkräftemangel zu arbeiten. Und sicherlich helfen Netzwerke zwischen Hochschulen und Praxis und sonstigen weiterhelfenden Institutionen. Das können auch Kammern oder Hochschulen oder einzelne Bildungsverbände sein, dort sehr weiter. Zum Bereich der Digitalisierung möchte ich kurz ergänzen. Es gibt eine neue Videotechnologie. Es gibt eine neue Videotechnologie, die sogenannte 180-Grad-3D-VR-Technologie. Sie hat, ist gerade eben technisch möglich geworden, sie besonders gut einzusetzen im Bildungsbereich. Ich empfehle jedem, das einmal sich anzuschauen, was es damit auf sich hat, oder kommen Sie einfach auf mich zu. Ich beschäftige mich seit über einem Jahr mit dieser Technologie und sie ermöglicht Ihnen eine wahnsinnige Immersion. Das heißt, Sie holen Leute wie bei einem TED-Talk, nur noch realistischer, mit einer VR-Brille in einen Vortrag. Ich wünschte, ich hätte diesen Vortrag mit der 180-Grad-3D-VR-Technologie und Sie mit Headset auf dem Kopf halten können. Das ist mir leider vergönnt geblieben. Ich bitte nochmal zu entschuldigen, den heutigen Vortrag, dass das so spät begonnen hat. Aber es war ein kleines technisches Problem und ein technisches Button-Klick meinerseits, der dort gefehlt hat. Ich hoffe, es hat Ihnen trotzdem gefallen. Wenn Sie Interesse haben, sich weiterhin mit mir auszutauschen, ich bin jetzt noch in der Box 1 hier auf dem Festival, setze mich gleich hier irgendwo hin und freue mich auf Gesprächspartner. Ansonsten schreiben Sie mir eine E-Mail. Ich freue mich sehr. Die Webseite, über die Sie unser Angebot finden, ist www.deutschland.university. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit beim Festival. Machen Sie es gut und bis bald.